Du hast die Diagnose KPTBS bzw. leidest du unter Entwicklungstrauma und hättest du die Möglichkeit, Traumakonfrontation zu erleben oder durchzumachen, stellst du dir aber die Frage, ist das was für mich? Ist das überhaupt richtig, das Setting, was mir jetzt gerade angeboten wird? Und genau darum geht es in diesem Video. Und zwar um die Aspekte, die man berücksichtigen kann oder sollte, bevor man sich dafür oder dagegen entscheidet. Ich bin Gabriela, psychologische Berater und ja, spezialisiert auf KPTBS. Ich leide auch darunter und jetzt freue ich mich einfach in diesem Video auf dich. Ja, du hast womöglich einen neuen Therapeuten bekommen. Oder du bist ja schon etwas länger eben in der Therapie und du stellst dir die Frage, soll ich eine Traumakonfrontation wagen oder nicht? Und ja, welche Voraussetzungen sollten hier berücksichtigt werden? Leider ist zurzeit auch unter Therapeuten und Traumabehandelnden die Situation folgend, dass bei vielen nicht ausreichend ja, Wissen und Kenntnisse da sind. Es gibt Traumabehandelnde, die primär Erfahrung mit Schocktraumata haben. Das heißt, dass mit Menschen arbeiten, die einmalig ein Trauma erlebt haben. Das kann sein, dass man bei jemandem zum Beispiel eingebrochen hat oder ein Unfall ist passiert oder jemand hat zum Beispiel durch Amputation ein Bein verloren. Ja, das sind alles Traumata, die einmalig im Leben von jemandem passiert sind. Und bereits da normalen PTBS, die sich hier entwickeln kann, das Krankheitsbild, bereits berücksichtigen sollte, wann, also zu welchem Zeitpunkt und wie ich letztes Endes über diese Trauma rede und wie ich mich dabei verhalte. Ganz wichtig ist die Voraussetzung, dass es nicht in der ersten Therapiestunde passieren darf, beziehungsweise nach einer gewissen Zeit. Ja, was ist denn eine gewisse Zeit? Also ich kann dir diese gewisse Zeit so definieren. Es ist absolut wichtig, dass du Sicherheit und Vertrauen zu deinem Therapeuten entwickeln konntest. Das ist ja in der ersten Stunde schon ganz klar nicht möglich. Geht ja nur über eine gewisse Zeit. Das entsteht ja einfach in zwischenmenschlichen Wirkung und Kontakt, in der Kommunikation auch. Und ohne diese Voraussetzung macht es absolut keinen Sinn, eine Traumakonfrontation einzugehen. Warum? Weil wenn es wieder dazu kommt, dass du das Traumata letztes Endes ja, aus deiner Erinnerung aktivierst, dann wirst du auf jeden Fall eine Umgebung benötigen, um das durchzuhalten, dass du Sicherheit hast, also diese Bindung muss sicher sein und dir auch Zuflucht und Trost geben können, muss liebevoll sein und du brauchst Vertrauen, zum einen in den Therapeuten und zum zweiten eben in deine Fähigkeiten zu dir selbst. Und da sind wir auch schon bei den Voraussetzungen, die ja dich betreffen. Ein weiterer Aspekt könnte sein, was dir zur Entscheidung verhilft, dich zu fragen, okay, welchen Nutzen hätte denn diese Traumakonfrontation für mich? Das heißt, ja, verändert sich denn mein Zustand oder meine Symptome deutlich? Ist es denn überhaupt notwendig? Wird ja häufig gesagt, gerade auch die heutige, auch von der Krankenkasse, ja bisher zugelassene Psychotherapiemethoden, die sind ja alle narrativ, das heißt, es wird gesprochen. Und viele sind der Meinung, wo sie sagen, okay, es ist ganz wichtig, über alles zu reden. Das stimmt zwar, dass Reden helfen kann, ist aber oft ein Irreführer
im Sinne, dass man gerade Traumakonfrontation, also die Wertigkeit, überschätzt. Es gibt einige Therapeuten, die seit Jahrzehnten mittlerweile mit Entwicklungstrauma und mit komplex traumatisierten arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Luisa Rettemann oder Michaela Huber oder Dami Scharf. Die haben immer mehr die Erfahrung gemacht, dass gerade die komplex Traumatisierten, sobald sie sich in Sicherheit fühlen, also sie haben ein sicheres soziales Umfeld oder auch ja, sichere Bindung, benötigen sie oder wollen sie auch gar nicht mehr diese Konfrontation. Es ist auch ein weiterer Aspekt, was ganz entscheidend ist, und zwar schlicht und einfach Tatsache, dass unser Gehirn, egal was, aber traumatisierende Ereignisse auf jeden Fall immer auf all Ebenen unseren Organismus abspeichert. Das heißt, dass wir sowohl, auf emotionaler Ebene, also die Gefühle dazu, dann natürlich auf kognitiver Ebene, also auch unsere Gedanken dazu abspeichert, aber auch das Verhalten, also was habe ich getan, was war passiert faktisch. Natürlich auch die Körper-Sinnesebene, also gab es da einen Geruch oder was habe ich da gehört, gab es irgendeinen Geschmack, war mein Körper angespannt oder war irgendwas heiß oder so. Und all das in Verbindung ein Trauma-Ereignis. Und so ein traumatisches Ereignis kann nur dann sozusagen endgültig ja, abgeschlossen werden oder halt verarbeitet werden, wenn alle Puzzleteile zu diesem ein Ereignis vorhanden sind und erinnerbar sind und sozusagen diese Fragmentierung, wie unser Gehirn letzten Endes dann arbeitet, aufgelöst werden kann. Das ist aber gerade bei komplex Traumatisierten nicht immer der Fall und gelingt es auch nicht immer. Und zumal kommt auch dazu, dass viele von uns eben gar keine Gefühle empfinden oder empfinden können oder Lernprozesse, Lerneffekte auch gar nicht eben erleben können, weil Trauma das Lernen auch eben verhindert. Nächster Aspekt ist, dass wir bei der Behandlung empfiehlt zum Beispiel Luisa Rettemann, dass bei der Konfrontation, also wenn man sich schon dafür entscheidet, aber der Therapeut unbedingt, dem diese Wunde erneut aufgerissen wurde, auch ja, positive und heilende Bilder abgespeichert oder beigemischt werden sollten. Und das ist die Aufgabe von dem Therapeuten, dass es eben im Rahmen der Sitzung letztes Endes beifügt, mit dir zusammen das dann eben gestaltet und sozusagen diese Wunde, was halt aufgerissen wurde, bandagiert wird und dann ein innerer Trost und eine innere ja, Heilsalbe oder Heilung auch entstehen. Wichtig ist, dass du das siehst, dass wenn der Therapeut eben nicht mit einem Trauma-Setting arbeitet und die Psychotherapien, egal welche du dir ausgesucht hast oder welche Therapieform du besuchst, aber nicht trauma-informiert ist und nicht traumasensitiv arbeitet, dann schaden solche Konfrontationen eigentlich mehr, als dass sie hilft und es geht höchstwahrscheinlich auch schlechter danach als davor. Und jetzt zuletzt, aber nicht als weniger wichtig, eine Voraussetzung, die Stabilität. Und eben bei Schocktrauma bzw. Monotrauma wird die Konfrontation normalerweise ausgeführt, aber auch da nie ohne eine gewisse Stabilität. Bei KPTBS ist es nochmal extremst wichtig, weil Menschen mit Entwicklungstrauma eine Stabilität zu erreichen bzw. dass sie halten, extrem viel Energie und Aufwand bedeutet. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass unsere Schutzmechanismen letzten Endes nicht geschwächt sind. Also
Traumakonfrontation ist eine enorme Belastung letztes Endes und Vorholen der damaligen Erlebnisse. Und damit wir adäquat dann reagieren können und Verarbeitung geschehen kann, müssen die normalen Schutzmechanismen funktionieren. Und ja, welche sind denn das? Beziehungsweise in welchen Fällen sollte keinesfalls eine Traumakonfrontation erfolgen? Dazu gehört zum Beispiel, wenn ich psychotisch erkrankt bin oder gerade auch psychotische Akutphase habe, oder dass ich körperlich schwer erkrankt bin. Dazu gehört aber auch, dass ich sozial in unsicheren Zeiten und Phasen befinde. Das kann sowohl eine Trennungsphase sein, es kann aber auch ein, am Arbeitsplatz eine Krisensituation sein. Wenn ich absolut keine Bezugspersonen habe, abgesehen von Therapeuten, wo ich auch nach der Konfrontation zum Beispiel oder zur nächsten Therapiestunde Zuflucht habe, für mich auch Sicherheit finde. Wenn man dazu neigt, längere Dissoziationszustände zu haben, aber es kann auch sein, wenn ich nicht in der Lage bin, meine Emotionen adäquat zu regeln oder wenn ich zum Beispiel immer wieder ausflippe. Wenn ich suizidalen Gedanken habe, darf das nicht passieren. Wenn ich unkontrollierte Gewaltsverhalten mir selbst gegenüber habe, also mich selbst verletze oder entsprechende Suchterkrankung habe, mir ja auch schädigt dauerhaft. Und wenn ich auch nicht in der Lage bin, einen inneren Beobachter zu installieren, welcher das Ereignis, also dieses traumatisierende Ereignis, aus der Distanz letztes Endes beobachten, betrachten kann. Ich möchte auch noch empfehlen, dass bevor das überhaupt passieren würde, dass du bei dem Therapeuten ganz genau das erkundigst und dir das erzählen lässt, wie das alles passiert. Dass die Umstände und die Vorbereitung entsprechend passiert, dass du deine innere Sicherheit auch erlangst, zum Beispiel auch nach der Behandlung genügend Zeit noch eben da ist, wo du nicht auf dem Weg nach Hause, voll dissoziativ oder bußlos eben alleine gehen musst. Du kannst darauf achten, sozusagen einen Trockenlauf, eine Trockenübung machst, und zwar an einem neutralen Beispiel, dass man das mit den Therapeuten zum Beispiel durchspielt. Ist auch wichtig, dass genügend Zeit eben eingeplant ist. Man sagt, 2 Stunden wären adäquat. Ist halt ganz wichtig, dass am Ende der Behandlung sozusagen du wieder bei dir ankommst. Also du weißt, dass du hier bist, dass du nicht dissoziiert bist, dass du im Hier und Jetzt präsent dich befindest und nicht. Ungemein wichtig ist, dass man sich auch im Vorfeld einschränkt, welches Trauma oder welche Teile von einem Trauma eben dann behandeln möchte und dass man das ganz sauber eingrenzt. Wenn ich ehrlich bin, ich wüsste gar nicht, womit ich anfangen soll, weil das wird wahrscheinlich bei dir auch der Fall sein. Ich habe alle Arten von Traumata erfahren. Und verschiedene auch über länger als ein Jahrzehnt. Und ich weiß gar nicht, welche letztes Endes so viel Wert hätte, dass ich das jetzt nochmal ausgraben würde und wirklich das im Detail anschaue. Also ich würde wirklich sehr, sehr überlegen, was ist aus meinen traumatisierenden Erlebnissen so wichtig für mich, dass es einen Nutzen auch bringt und dass es wirklich wert ist, diese Stunden oder diese Zeit durchzumachen, durchzuerleben und diese Energie da rein zu investieren. Als letzte Empfehlung gebe ich dir mit, welches Therapieverhalten möchtest du dir denn auswählen? Welche eignet sich denn über? Also heute die Krankenkasse genehmigt dir 4 verschiedene. Und die Ärzte bzw. die Therapeuten, die diese anwenden,
Und auch Trauma fokussiert arbeiten oder Trauma auf Trauma spezialisiert sind, dann wenden sie womöglich gewisse Techniken an. Dazu gehört zum Beispiel auch EMDR, welche aber gerade für Komplextrauma gar nicht geeignet ist. Ich kenne auch viele Erzählungen unter meinen Klienten, gibt es einigen, wo man das dann doch noch versucht hatte und irgendwie nach der ersten Sitzung oder so sogar abgebrochen hat, weil das mehr kaputt machen kann. Das ist ein recht intensives Verfahren. Die Grundvoraussetzungen sind dann auch nicht zeitintensiv. Wie gesagt, ist nicht für komplex traumatisierte geeignet. Es gibt gewisse Verfahren, die man auch in Deutschland unter anderem entwickelt hatte. Ich empfehle aber auf jeden Fall Therapeuten, die ganzheitlich arbeiten, also die auch den Körper mit einbeziehen. Es gibt leider auch davon nicht viele, die das machen. Das heißt, dass die Therapeuten sowohl psychologische Ausbildung haben müssen, die sollten aber auch entweder in Richtung Körpertherapie oder in Richtung sowas wie traumasensitives Yoga, was ich zum Beispiel auch anbiete, Ausbildung haben. Und auf jeden Fall Techniken anwenden, die erwähnten Ebenen unseres Organismus alle mit einbeziehen. Ansonsten ist letztes Endes durch eine Traumakonfrontation, also rein durch Narrativ etwas zu machen, an sich nicht geeignet und es bringt überhaupt keinen Fortschritt oder Heilung. Wenn Traumakonfrontation doch noch ja, versucht wird, du Täterkontakt hast, dann startet Traumakonfrontation. Auch kein passives Verhältnis zum Täter da sein sollte, beziehungsweise wenn es so ist, wie zum Beispiel einige Betroffene, zum Beispiel die mittlerweile alten Eltern, dass sie pflegen. Oder immer wieder noch Besuch von den Eltern bekommen. Das heißt, dass eigentlich ein Kontakt da ist. Dann sollte das mit dem Therapeut gesprochen werden, weil eine Stabilisierung, also ein nochmals erhöhte Stabilisierung ist dann notwendig. Wenn diese zwei Aspekte mit Ja beantwortet sind, dann schadet eine Konfrontation und sollte auf keinen Fall durchgeführt werden. Ich hoffe, dass ich auch diesmal einige Anregungen, Inspirationen und ja, Empfehlungen aussprechen konnte und dass es dir hilfreich war. Und ich wünsche dir ja, weiterhin wunderschöne Zeit. Zu dem Online-Trauma-Kongress erfährst du immer mehr von mir. Abonniere bitte auch den Newsletter auf meiner Webseite. Melde dich kostenlos an und bis ganz, ganz bald. Gabriela.